Hallihallo, hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mocha. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir hatten den Portier besiegt. Und jetzt können wir hier zur Ufersiedlung gehen. Hier unten brauchen wir eine Rune. Hier oben. Ah! Hier braucht man ein DLC. Was ich noch nicht habe, was ich aber vorhabe, mir zu kaufen. Demnächst. Die Ufersiedlung. Ah, ein schöner Ort. Und, oh, ich hasse die. Ich hasse die. Ich habe vergessen, meine Fuelen aufzufüllen. Ich bin so ein Vollhorst. Ich werde hier ganz schnell sterben. Ich werde hier ganz schnell sterben. Mein Gott. Oh, cool. Jo. Ditte war's, wa? Ditte war's. Ja, wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Aber was soll ich mich beschweren? Ich bin selbst schuld. Zack. Und sofort in den nächsten Run rein. Bogen schnappen. Eine Münze kann was, kann wichtig werden. So. Erste fliegt man meiner Meinung nach noch ein, zwei Durchgänge, wenn man das Spielprinzip dann hat, relativ ohne Probleme durch. Hoppala, die Klinge, natürlich nehmen wir die. Ist zwar nur Stufe 1, aber alles ist besser als. Hey. Und da haben wir die Eisgranate. Ey, das ist ein Run, das flutscht es ja mal so richtig. Fangen wir mit Lila an. Händler. Frostschlag. Frostschlag. Ich brauche über 1000. In diesem Run gehe ich jetzt mal nicht auf Schnelligkeit, sondern auf. Gründlichkeit. Weil ich. Geld brauche. Ich will diesen Frostschlag haben. Ja, geht noch nicht. Und da ist schon die Promenade der Verdammten. Jetzt habe ich nicht vorgelesen. Sie ist tot, doch noch nicht allzu lange. Oh, schau mal, was ich gefunden habe. Oh. Okay, ja. Wenn ich mich beeile. Hier ist ja Pause. Das ist. Frostschlag. Yeah. Zack.
Oh, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Jawohl. Jetzt habe ich sogar noch zeitlich geschafft. Das, ja. Freut mich. Den Nussknacker will ich nicht, die Granate will ich nicht. Ich nehme natürlich das Amulett. Da gucke ich dann auch gar nicht, was es für Attribute hat, Bonus und so. Nee, nee, nee. Das interessiert mich in dem Fall mal nicht. Mich erst das und dann den zufälligen Einsteiger. Weil, hey, du da. Ich arbeite für den Schmied. Ich kann deine Ausrüstung günstig zusammenkriegen. Eigentlich sollte ich ja gar nicht hier sein. Aber das bleibt unter uns in Ordnung. Also, wie viel hast du bei dir? Jetzt kann man hier noch Modifikationen auf seine Waffen schmieden lassen. Jetzt. Das passiert mir nicht nochmal, dass ich das vergesse. Das passiert mir nicht nochmal. Ja. Wo war ich? Ich liebe diesen Bild mit Frost. So einsammeln, aber den brauche ich eigentlich nicht. Da kann man lästige Gegner einfach mal so stehen lassen. Gerade für eine Fluchttaktik eignet sich sowas. Allerdings brauche ich natürlich jetzt die Frostkrane, hoppala, nicht mehr. Und die Fliegedinger verschwinden. Oh, da ist ja der Herr Händler. Hat aber nichts, was für mich von Belang ist. Aber ich gehe dann noch mal runter. Weil da ist noch ein Bereich, den ich noch nicht habe. Ah, ein Schild. Toms Hütte. Gefangener und Direktor der Pilzkunde. Doktor. Schmutziges Bett. Schon seit Jahren verlassen. Oh. Heute scheint eine Rattenfamilie den Ort ihr Zuhause zu nennen. Das listige Kerlchen hat einen Durchgang in die Wand gegraben. Reich entdeckt. Pilzkunde scheint hier die Profite aus seinem kleinen Geschäft versteckt zu haben. Nehme ich jetzt die, weil ich die Eisgranate hier gar nicht mehr brauche. Im Gläschen sind unterschiedliche Pilze. So wie es aussieht, scheinen sie interessante psychotrope Eigenschaften zu haben. Der gute alte Dr. Tom muss das ganze Gefängnis beliefert haben. Die verschiedenen Pilze wurden sorgfältig zu feinem Pulver zermahlen. Sie wurden bestimmt nicht als Würzmittel für die Suppe benutzt. Ja, da kann man sich ja schon fast denken, was hier passiert ist, ne?
Nämlich die nehme ich aber sofort zurück. Ich weiß, es geht anders, vergesse ich immer. Diese Fliegedinger mit Eis, ey, ich liebe es. Kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, Colin von den Rocket Beans schwört ja auf die Elektropeitsche, die ist gar nicht meins. Oh, eine goldene Waffe. Das ist geil. Eine Bärenfalle. Bärenfalle und... Oh, 30 Gegner. Ich habe die nächste Tür für mich geöffnet. Geh noch mal dahin, zum Händler. Für eine bessere Main Weapon. Jetzt brauche ich nur noch eine gute Secondary, ist besser als in den Schlitzer 1, sagen wir es so. Ich... Ich mache mir da keine Sorgen, das war da was. Bis zu der Stelle, wo wir es safe brauchen. Also für mich safe. Habt ihr ja schon gesehen, wie meine Taktik beim Portier ist. Das ist doch wieder der Bereich, wo ich nicht hinkomme, ey. Zack. So. Siehst du? Ah ja, das kenne ich ja nicht. Ha. Aber die 8 Minuten schaffe ich trotzdem. Dadurch kann ich mal wieder hier rein.
mir 20 Zellen, Seelen, was auch immer abholen. Jetzt muss ich vergleichen. Rubin-Amulett 4, irgendwo nur noch Müll. Natürlich das und. Also, das heißt natürlich. Passt besser zu meinem Spielstil. Ich nehme den zufälligen Einsteigerbogen, den baller ich jetzt erstmal durch. Spitze Plus. Auf den mache ich nichts drauf, der ist mir zu low. Hier nehme ich Combo. Hier mache ich Drink, Drink, Drink. Ja. An dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ja. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, ciao, euer Mucker.